Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit der Autobild Klassiker Serie. Wir haben die Ausgabe Nummer 3 hier. Das ist der Trabant und ich würde sagen, Trabant 601, genannt Trabi. Und ich würde sagen, wir packen ihn einfach mal aus und schauen ihn uns mal genauer an. So, der Trabant 601. Oh, irgendwas blendet hier ein bisschen. Oh, es geht schon, einigermaßen. Ich muss auch bald aufpassen, dass es nicht zu sehr blendet. Wie gesagt, die Geschichte, Klassiker, die Autos, 40 Modelle gibt es davon. Und da sind noch ein paar mehr. Die kriegen wir, machen wir aber demnächst. Ist noch auf einer Pappe, die habe ich schon mal abgemacht. Und ich würde sagen, wir packen den mal aus. Und gucken uns den mal genauer an, wie er aussieht. Ob das alles so einigermaßen hinhaut. Das ist er. So sieht er aus. Gleich als erstes, was ich festgestellt habe, hier haben wir gleich irgendwie ein kleines Lackproblem drin. Sieht das? Ja, irgendwie der Lack abgeplatzt. Das Dach ist aufgesetzt hier. Hier haben wir schon das Sachsenschild dran. Das kann man noch sehen, denke ich mal. Müsste man sehen können, genau. So sieht er aus. So an sich nicht schlecht. Aber wie gesagt, man soll, denke ich mal, nicht unbedingt sehr pingelig sein, was diese Modelle in 1:60 betrifft. Ich denke mal, die kosten 4,99. Das weiß ja nun mittlerweile jeder. Das haben wir hier. Trabant 601 steht hier unten auch nochmal. Das ist ein Valley-Modell. Wenn ich das richtig erkenne, genau, Valley-Modell Nummer, hoho, kann ich gar nicht lesen. Ich glaube 58325 könnte das sein. Steht das hier irgendwo in dem, auf der Pappe? Ne, auf der Pappe steht es nicht, aber ich denke mal, dass ich das richtig gesehen habe, dass das so ist. Hier vorne natürlich auch schön angedeutet, der Motor, der Auspuff natürlich da vorne. Beziehungsweise nicht der Auspuff, der Schalldämpfer. Auspuff geht ja hier runter, hier nochmal Schalldämpfer. Da runter gemacht. Die Türen gehen natürlich nicht auf, das ist ganz klar. Bei der Größe des Fahrzeuges. Ich bin hier irgendwie außer mittig, glaube ich. Ja, so sieht es aus. Grill ganz gut. So an sich ganz witzig gelungen. Er sieht mir ein wenig von den Proportionen her ein bisschen pummelig aus. Wenn man ihn von hinten betrachtet, okay, aber von der Seite her doch ein wenig pummelig. Aber wie gesagt, an sich sehr schön gemacht. Felgen kommen dem Trabant, glaube ich, ähnlich. Also bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Felgen doch so doch ein bisschen anders aussehen als die Originalen. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentar schreiben, ob die Felgen original sind oder nicht. Das muss man sich dann noch mal genauer ansehen. Hier haben wir noch mal jetzt Trabant 601. Was steht da noch? Tja, kann ich nicht lesen, ist zu klein. Trabant 601. Ach, Deluxe wird da noch stehen zusätzlich, gehe ich mal davon aus. Gehe ich mal ganz kräftig davon aus, dass es Deluxe heißen soll. Ja, das wäre dann der Trabant. Damit haben wir uns das Modell auch mal angesehen. Wie gesagt, viel zu sagen gibt es halt nicht, weil es geht mir hauptsächlich um das Modell selber. Und wir haben hier diese schöne Kiste, wo dann die Modelle alle reinkommen. Zack, die Nummer 3, der Trabant. So sieht es aus. Das haben wir jetzt erstmal drin. Ja, und ich hoffe immer noch, dass vielleicht einer von der Autobild mal zuschaut und vielleicht, dass man noch ein, weil der Deckel an sich ist ganz gut gemacht, nur Klarsichtdeckel wäre noch schöner, damit man die Modelle auch dann entsprechend sehen kann und halt auch bestaunen kann. Ja, das war dann die Vorstellung von dem 1:60 Trabant Deluxe 601 oder umgekehrt Trabant 601 Deluxe, so rum gesagt, von der Autobild Klassiker Serie. Er ist wieder in seiner Garage oder ist jetzt in der hauptgroßen Garage, die ich dann entsprechend hoffe, dass da noch vielleicht ein Klarsichtdeckel kommt oder auch eine Klarsichtschublade für beim letzten Modell wäre, würde der auch schon schön sein. Dann kann man sich die besser angucken, nicht nur ein Auto hier. Dann wäre das richtig, würde ich das richtig toll finden. Drücken wir mal die Daumen, dass das so kommt. Dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.